getragen von der Point Alpha Stiftung. 네, 오늘 저희가 와 있는 이곳은 기념장소이고 포인트 알파 재단에서 운영하고 있습니다. Und ich darf Ihnen sehr herzlich die Direktorin der Stiftung, Frau Ricarda Steinbach, vorstellen. Ja, das muss Ricarda Steinbach, Point Alpha 재단장님을 먼저 소개해 드리겠습니다. Zustande gekommen ist, weil es mir ein Herzensanliegen ist, die deutsch-koreanischen Beziehungen zu pflegen. 오늘 이렇게 포럼이 진행되는 점에 매우 기쁘게 생각합니다. 예, 한국과 독일과의 관계는 저 개인적으로도 굉장히 중요합니다. Ich war im November selber Gast der Hans-Seidel-Stiftung und habe, wie gesagt, dieses Land mit eigentlich viel Asien-Erfahrung besonders schätzend gelernt und darf ganz offen sagen, Korea ist also mein Lieblingsland in Asien geworden. 제가 작년 9월에 한국의 한스차이들 재단을 방문을 했습니다. 그래서 이제 한국뿐만이 아니라 아시아 부분에 있어서도 많은 경험을 했고 그런 얘기들이 나오고 있습니다. Wir sind heute als Stiftung in Deutschland einmalig. Da bin ich sehr stolz drauf und ich sage Ihnen auch gleich warum. 저희가 여기 있는 이 재단은 독일에서 유일 전무한 재단입니다. 그리고 굉장히 자랑스럽습니다. 그 이유를 말씀드리겠습니다. Wir haben nicht nur einen Erinnerungsort zur Pflege der deutsch-amerikanischen Beziehungen, sondern auch eine authentisch nachgestellte Grenze und Grenzanlage und ein Haus auf der Grenze, wo wir über die deutsch-deutschen Beziehungen reden, standen sich einstmals die NATO und der Warschauer Pakt, zwei Großmächte, gegenüber. Und die Amerikaner, die hier ihren Dienst getan haben, haben darauf gewartet, dass wenn ein dritter Weltkrieg beginnt, der genau an diesem Punkt im sogenannten Fulda Gap beginnen würde. 여기에서 예전에 나토 진영과 바르사우 진영이 함께 이제 모여 있었고요. 사람들이 이제 그들의 분열이나 분위기를 보면서 혹시라도 3차 대전이 일어나는 게 아니냐라는 우려까지 했었습니다. 바로 이곳 포인트 알파 여기 풀다 개베. Im Jahr 2012 haben wir mit dem Deutsch-Koreanischen Forum, Deutsch-Koreanischen Forum in Großau, damals im BMZ-Museum. Und deshalb bin ich besonders froh und es ist wichtig, ein bisschen, dass wir jetzt hier heute sein dürfen auf Point Alpha. Und unter anderem auch deshalb, weil unsere Zusammenarbeit mit dem BMZ-Museum, Point Alpha und auch dem Deutsch-Deutschen Museum in Beutler heute zu einer sehr fruchtbaren Kooperation beiderseits geführt hat. Ich bin gebeten worden, etwas über den heutigen Stand der Erinnerungsarbeit in der Bundesrepublik Deutschland zu sagen. Ich glaube, ich kann das ganz gut, weil ich seit 1998 ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender einer Bundesstiftung bin, die Aufgabe hat, dafür Sorge zu tragen, dass das, was in deutscher Nachkriegsgeschichte wir an Erfahrung gesammelt haben, dass das nicht verloren geht. Zum Beispiel auch dann nicht, wenn alle sogenannten Zeitzeugen nicht mehr da sind, weil sie sich haben an ihrem Lebensende verabschieden müssen. Sie sollen das, was Sie erlebt und erfahren haben, weitergeben an die Heutigen. Warum? Dass denen möglichst so etwas nicht wieder passiert, was uns passiert ist. Vielleicht ist es auch noch wichtig für Ihr Verständnis für das, was ich sage, wenn ich Ihnen sage, dass ich möglicherweise der einzige ehemalige DDR-Bürger bin. Ich habe die DDR von ihrer ersten bis zur letzten Stunde erlebt
und habe als Bürger und evangelischer Pfarrer ein bisschen damit zu beigetragen, dass sie nicht noch länger dauert. Es war vorher. Über 60 Millionen Deutsche hatten 40 Jahre in einer Demokratie leben können, nach dem Willen der westlichen Alliierten. Ein bisschen mehr als 15 Millionen Ostdeutsche mussten in einer Diktatur leben. Nach sowjetischem Vorbild war das Ziel der herrschenden kommunistischen Partei, die bei uns Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, abgekürzt SED, hieß. Wir waren durch die Regierenden nicht so abgeschottet, wie sie sich das wünschten. Mit dem 13. August 1961 hatten sie uns alle eingesperrt, weil inzwischen so viele schon geflohen waren, weil sie sich ein anderes Leben vorstellten als das im sogenannten ersten deutschen Arbeiter- und Bauernstaat. Damit Sie die Zahl mal hören, es gab insgesamt fast 4 Millionen DDR-Bürger, die dieses Leben in diesem Land so schrecklich fanden, dass sie nach Westdeutschland wollten. Es kam zur Einheit und die Deutschen in Ost und West, sie überlegten, wie gehen wir eigentlich mit unserer so unterschiedlich geteilten Geschichte um. Eins, was uns wichtig war, wir freuten uns auf die Einheit und wollten das gemeinsam machen. Den Westdeutschen war klar, das wird nicht für ein vergelt's Gott passieren, da werden wir uns mit anstrengen müssen. Die Osten sicher noch mehr, aber wir werden uns auch anstrengen müssen. Und der damalige erste und einzig frei gewählte Ministerpräsident der DDR, Lothar de Maizière, hat uns von seiner Regierungserklärung, weiß ich nur noch einen Satz, den sage ich Ihnen. Weil wenn Sie ernsthaft über Einheit nachdenken, müssen Sie diesen Satz auch beherzigen und wollen. Teilung lässt sich nur durch Teilen überwinden. Das alleine reicht aber nicht. Wir wollten auch, dass uns das nach zwei schrecklichen Diktaturen nicht nochmal passiert. Wir haben gesagt, wir müssen erinnern. Wir müssen das Gedächtnis daran wachhalten, was passierte nach 1945 im geteilten Deutschland. Da tat der Deutsche Bundestag, das oberste deutsche Parlament, etwas, was er vorher noch nie gemacht hat. Er befasste sich mit seiner eigenen politischen Geschichte. Er richtete nacheinander zwei Enquetekommissionen ein, Hartmut Koschig und meine Wenigkeit haben für die CDU und CSU dort, glaube ich, Entscheidendes mit leisten können. Da waren Vertreter natürlich aus allen Parteien. Die einzige, kann ich verstehen, die das nicht gerne machte, war die Partei oder die Nachfolgepartei der SED, weil die den richtigen Verdacht hatte, da wird eine Menge an Dingen öffentlich werden, die sie eigentlich verheimlichen wollten. Dann hat dieses große deutsche Parlament 6 Jahre lang Zeitzeugen gehört, wissenschaftliche Arbeiten anfertigen lassen. Einmal 18 so eine dicken Bücher, zweite Mal 14 so eine dicken Bücher. Wer rechnen kann, zusammen 32. Und die stehen, hoffe ich, in jeder guten Bibliothek. Und wir erkennen es an heutigen wissenschaftlichen, historischen Arbeiten. Wer über das Thema deutscher Nachkriegsgeschichte wissenschaftlich forschen und arbeiten will, muss auch die Dokumente der Enquetekommission zur Kenntnis nehmen. Die Enquetekommission hat jeweils Empfehlungen gegeben an die Regierung, was sie machen sollte. Unter anderem die letzte Empfehlung war, eine solche Stiftung zu gründen, der man Fördermittel zur Verfügung stellt, um die vielen dezentralen Aktivitäten, Initiativen von Einzelnen, von Gruppen, von Vereinen materiell zu unterstützen. Ich war 46, als ich endlich nicht mehr in einer Diktatur leben musste. Und ich habe einen ganz großen Wunsch, den verrate ich Ihnen zum Schluss. Ich könnte Ihnen noch vieles erzählen, aber ich darf nicht.
größten Wunsch, den will ich Ihnen noch erzählen. Ich möchte bei klarem Kopf wie heute und bei respektabler Gesundheit wenigstens 93 Jahre. Und wenn Sie jetzt fragen, warum gerade 93? An meinem 93. Geburtstag könnte ich zu meiner Frau sagen, Schatz, jetzt lebe ich ein Jahr länger in der Demokratie, als ich vorher in der Diktatur leben musste. Herzlichen Dank. Wenn man, sagen wir lieber Arzt, Sie müssen, dazu muss ich mal Köln wissen, da zu einem Hamburger, der Tommy irgendwo an den Server, und dann kommen wir ein bisschen wieder. Vorgestern auch mal weg, oder? Zu einem 94년부터 Tommy irgendwo an den Server wieder하면서, o떻게 하면 남북이 서로 믿을 수 있을까? 신뢰를 할 수 있을까? 라는 생각을 하게 되었어요. Thüringen. Und ich freue mich, dass wir die frühere Ministerpräsidentin und Abgeordnete des Thüringer Landtags, Frau Christine Lieberknecht, bei uns haben. Das ist eine große Ehre. Ja, ganz herzlichen Dank, verehrte Teilnehmer des Deutsch-Trojanischen Forums, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich gestehe gern, dass mich beide Impulsreferate sehr berührt haben. Ich habe zwar nicht 46 Jahre unter der Diktatur der DDR gelebt, aber über 30 Jahre waren es immerhin auch. Ich bin geboren 1958 und in der DDR unter den Bedingungen zur Schule gegangen, das Studium absolviert, meine Jugendzeit erlebt. Und da hat mich der Bericht von Ihnen, Herr Schimmer-Zun, für die Landkreise, Grenzlandkreise, schon noch einmal sehr berührt und mir ins Gedächtnis gerufen, dass wir als Kinder und als Jugendliche in der Schule oder während des Studiums in den 60er, 70er, aber auch 80er Jahren schon auch Angst hatten. Angst, dass ein dritter Weltkrieg kommen könnte. Angst, dass es ein Atomkrieg sein würde. Und als Frauen, als Mädchen mussten wir in Zivilverteidigungslager, während die Jungs und Männer bei der Nationalen Volksarmee, der damaligen DDR-Armee waren, aber wir Mädchen im Zivilverteidigungslager. Und ich erinnere mich noch, da lehrte man uns, dass man eine Aktentasche über den Kopf legen sollte und sie schnell zu Boden werfen sollte, damit man sich schützen kann. Ist natürlich irre, wenn eine Atombombe fällt. Da gibt es auch keinen Schutz mit einer Aktentasche. Durch Krieg die Demonstranten, dass wir nur das glücklichste Volk wären und alles tun für die Demokratie und für diese Freiheit, die wir jetzt haben. Doch der Mensch hat die Angewohnheit, wenn er erst einmal etwas hat, die Demokratie und die Freiheit, dann denkt er, es wäre das Selbstverständlichste von der Welt und wird bequem und sieht gar nicht mehr ein, dass er dafür etwas tun muss. Und deswegen gibt es Punkte, Orte, wie hier dieses Point Alpha, von dem wir immer sagen, es war der heißeste Punkt im Kalten Krieg, weil sich hier Amerikaner und Russen Sowjets direkt gegenüberstanden. Hier, wir sitzen ja, im hessischen Teil, wo die Amerikaner ihren Point Alpha eben hatten und direkt Auge in Auge mit den sowjetischen Streitkräften auf der anderen Seite. Und deswegen gab es eine bürgerschaftliche Initiative und da kommt auch etwas Gutes zusammen. Rainer Eppelmann hat geschildert, wie der Deutsche Bundestag, die Abgeordneten sozusagen als Staat, die Bundesstiftung Aufarbeitung gegründet haben, um nicht zu vergessen. Und sie korrespondiert aber mit den bürgerschaftlichen Initiativen an all diesen Punkten entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze, wie eben hier Point Alpha, wie Mittlerreuth, das werden wir gleich noch hören, oder andere Orte, Schiffersgrund, Teiste und Thüringen, kann da viele nennen. Und diese bürgerschaftlichen Initiativen haben es geschafft, zunächst mit den Menschen, die hier zu Hause sind, sozusagen auch in den Grenzkreisen, in den Grenzgemeinden, Mitstreiter zu finden, heute eine Stiftung haben, dass wir die Akademie haben, dass dieser Freund ein Bildungszentrum wirklich allerersten Ranges ist. Und das ist Erinnerungsarbeit, mühsam im Alltag, aber doch mit Höhepunkten, die wir immer wieder brauchen. Und das Kuratorium macht jährlich eine Preisverleihung an einen der großen Männer oder auch Frauen. Bei Frauen müssen wir uns ein bisschen anstrengen, dass wir da noch auch einige auf die Bühne bringen. Das
gezeigt wird, es ist nicht selbstverständlich, man muss darum ringen. Und damit will ich auch ein bisschen Mut machen, auch wenn Ihre Situation natürlich eine andere ist auf der koreanischen Halbinsel. Trotzdem haben auch wir den Traum, dass auch Ihnen eines Tages möglich sein wird, was uns so glücklich vor jetzt über 25, 26, 27 Jahren in Deutschland möglich war. Herzlichen Dank. Oder vielleicht auch ein Vergleich der Erinnerungskultur zwischen Korea und Deutschland wagen möchte. Ich glaube, es braucht Initiativen und engagierte Einzelkämpfer, wie der Tötücker, der wurde schon erwähnt. Ich glaube, es braucht authentische Erinnerungsorte, die nochmal ins Gedächtnis rufen, dass es sehr, sehr brutal zugehen kann im Krieg gegeneinander, so wie eben Point Alpha. Ich glaube, es braucht klare Ziele, benannt Abschnitte, wo man sagt, wir haben eine Strategie dahinter, wirtschaftlich, politisch und natürlich, wie gesagt, auch kulturell. Und andererseits, und ich glaube, das ist wichtig, und das haben wir, ich gehöre zu einer Generation, die mittlerweile länger im wiedervereinigten Deutschland lebt als in einem getrennten. Und ich glaube, was uns jetzt in der lebendigen Erinnerungskultur sehr wichtig ist, wir kämpfen im Moment gegen das Vergessen, wir kämpfen gegen Fehlinterpretationen, wir kämpfen dagegen, ich benutze diesen Kraftausdruck kämpfen, dass man auch sagen muss, die Emotionalität. Viele haben vergessen, wie emotional wir gefeiert haben, als wir zum einen die Grenze geöffnet haben in den Westen und andererseits natürlich auch gesorgt haben, dann die Grenze vom Westen in den Osten auch geöffnet haben. Und diese emotionalen Augenblicke haben viele vergessen. Ich glaube, die Schwierigkeit für Korea, und da ist in Deutschland, hat nur 40 Jahre Teilung hinter sich bringen müssen. Da gab es noch viele, die erinnerten sich an die Einheit, die gegebene Einheit, die da war. Die Großmächte wurden schon erwähnt, die auch einen wichtigen Einfluss haben. Und ich glaube, Menschen zu finden, und deshalb dieser Austausch, den Sie benannt haben, den wir auch in Korea kennenlernen durften, das Engagement, emotionale Augenblicke zwischen Nord- und Südkorea zu schaffen, ich glaube, das ist auch ein wichtiges Detail. Daran arbeiten wir auch. Wir arbeiten mit Einzelgeschichten, mit Zeitzeugen, die ihre emotionale Geschichte erzählen und neben der ganzen objektiven Fakten natürlich auch immer die Leute emotional abholen. Und ich glaube, das sollte nicht vergessen werden. Danke. 네, 안녕하세요. 경기도 연천군 군수 김규선입니다. 저는 1952년 한국전쟁이 한참 벌어지고 있을 때 태어났습니다. 저희 고향은 경기도 개풍군입니다. 지금은 상해북도 개풍군으로 바뀌었더라고요. 그런데 저희 부모님께서는 거기에 부모님 다 계시고. Sie schon erwähnt worden, und ich komme aus Müllerreuth, Viertel Berlin, erleben das kleine Dorf Müllerreuth seit 1966, also 5 Jahre nach dem Berliner Mauerbau, ebenfalls über eine 700 Meter lange Betonmauer geteilt wurde. Müllerreuth ist auch ein wirklicher Mikrokosmos der deutschen Teilungsgeschichte, insbesondere auch was die menschlichen, die alltäglichen Auswirkungen der Grenzziehung anbelangt, was es eben bedeutete, diesseits und jenseits dieser Betonsperrmauer in Müllerreuth zu leben. Im November letzten Jahres war ich mit der Kollegin Frau Steinbach auf Einladung der Hans-Seidel-Stiftung in Südkorea gewesen, und wir hatten auch die Möglichkeit, in 2 Observation Points in Südkorea uns anzusehen. Und für mich, aber ich glaube auch für dich sprechen zu können, es war einerseits natürlich wahnsinnig interessant, also auch fachlich natürlich interessant für uns gewesen, aber auch ein sehr beklemmendes und bedrückendes Gefühl zugleich. Und zumindest ich fühlte mich so etwas dabei ertappt, in die Situation vor 89 hier in Deutschland immer wieder zurückgeblieben, zurückversetzt gewesen zu sein. Und bei näherer Betrachtung ist mir dann schon auch in den Sinn gekommen, dass die friedliche Revolution 89, die Grenzöffnung, der Fall der Mauer in Berlin, die Öffnung hier an der innerdeutschen Grenze, auch die Wiedervereinigung 1990, nicht einfach sozusagen zufällig überraschend gekommen sind, dass es wirklich auch ein Glücksfall war. Und die Erinnerung daran, sehr wichtig, denke ich mal, auch in der alltäglichen Arbeit von unseren Grenzmuseen, Gedenkstätten, Museen zur innerdeutschen Grenze ist,
eben auch zu sensibilisieren für Grundwerte wie Freiheit und Demokratie, dass sie eben gar nicht selbstverständlich sind, mit dem Blick zum Beispiel nach Süd- bzw. Nordkorea, und dass man, glaube ich, in der aktuellen tagespolitischen Arbeit auch in solchen Einrichtungen, vor allem auch für die jüngere Generation, immer versuchen soll zu vermitteln, eben, dass es sich lohnt, für diese Grundrechte von Freiheit und Demokratie einzutreten. Und ich denke, es ist auch sehr wichtig, dass in der Bundesrepublik nach wie vor dieser dezentrale Gedenkstättenansatz nach wie vor verfolgt wird. Auch dankenswerterweise natürlich möglich durch solche Einrichtungen wie die Stiftung Aufarbeitung, die auch kleinere dezentrale Erinnerungsorte in der Bundesrepublik eben nachhaltig auch finanziell unterstützt. Und rückblickend auf die letzten 25 Jahre, es ist schon sehr viel passiert, auch was die Erinnerungsarbeit in der Bundesrepublik anbelangt, an die SED-Diktatur. Aber ich denke, man sollte irgendwelchen Schlussstrichdebatten ganz klar die Absage erteilen. Aufarbeitung kann nie abgeschlossen sein, es ist ein fortwährender, ein laufender Prozess. Und da sind wir auch als Einrichtungen hier an der deutschen Grenze nach wie vor gefordert. Der Rechtsstaat ist so attraktiv, dass die im Norden, wenn sie mitkriegen, wie es ihnen wirklich geht, dabei müssen sie ihnen helfen, dass sie mitkriegen, wie es ihnen wirklich geht. Dann wird der Traum nach Freiheit und vergleichbarem Leben immer größer. Aber wie lange der Zeit braucht zum Wachsen? Ich bin eine Westberlinerin und ich die Generation meines Vaters, 36er, 35er Baujahr, hielt immer an der Einheit fest, das darf man nicht vergessen. Und insofern, das ist etwas, was ich sehr wesentlich und was mich auch geprägt hat in der Geschichte als solches. Andererseits, und das kam ja auch zum Tragen, ist für mich auch immer wichtig, was bedeutet eine Einheit. Im Moment ist, glaube ich, der Punkt gerade auch in, und ich habe es damals in Korea gesagt, ich halte eine Einheit oder eine Wiedervereinigung der beiden koreanischen Staaten oder Tendenzen dafür durchaus für wahrscheinlich, mittelfristig. Nicht nah und auch nicht langfristig, sondern mittelfristig. Ich habe immer gesagt, es gibt zwei Punkte, die mir wichtig sind dabei. Die Nordkoreaner haben verdammten Hunger und es geht ihnen unheimlich schlecht. Das zeigen die Atomtests. Und ich glaube, die Südkoreaner haben im Moment einen Präsidenten gewählt, der eine Geschichte hat mit Nordkorea. Und ich finde, das sind schon zwei Indizien, die ganz gut dazu beitragen. Ich danke, dass Sie da waren. Für uns, und das ist, glaube ich, etwas wichtig, wenn man sich hier begegnet am Point, und ich hoffe, das haben Sie gemerkt, der hat also ein gewisses Spirit, den man also fühlen kann. Und man muss wirklich sagen, das Spannende ist, man erkennt hier an der Geschichte tatsächlich auch eine Lösung für aktuelle Probleme, Sicherheitsfragen. Unsere Welt ist so unsicher wie nie. Und auch, wir haben so viele Diktaturen, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Insofern haben wir einen Auftrag, der über das Deutsche hinausgeht. Und insofern haben Sie herzlichen Dank nochmal bei den Organisatoren, dass Sie uns ausgewählt haben, dass Sie praktisch das auch wieder hier gezeigt haben. Also vielen herzlichen Dank. Präsenz der amerikanischen Streitkräfte so unmittelbar an der innerdeutschen Grenze hier hatte eine ganz besondere Bewandtnis, die mit der geostrategischen Lage dieser Region zusammenhängt. Zurückzuziehen und den Vormarsch konventionell aufzuhalten, hätte man das nicht geschafft, wäre man an dem Punkt gewesen, wo man taktische Nuklearwaffen eingesetzt hätte, um den Vormarsch sowjetischer Panzer in der Bundesrepublik aufzuhalten. 지금 이곳은 그 동쪽에는 바르샤바 조약 Turm der amerikanischen Streitkräfte hier. Und wenn man hier runterschaut, sieht man sehr schön, nur wenige Meter von hier, vielleicht 50 Meter Luftlinie, steht der Beobachtungsturm der Grenztruppen der DDR. Beide Türme waren permanent besetzt. Auf beiden Türmen saßen bewaffnete Soldaten. Man hat sich beobachtet mit großen Ferngläsern und Teleobjektiven, aber man hat nie miteinander gesprochen. Das war streng verboten, weil man auf beiden Seiten viel zu viel Angst davor hatte, dass das propagandistisch ausgeschlachtet würde. Im Westen gerichtet lassen, um eben nicht der Gegenseite zu signalisieren, dass man dort, dass man jetzt angreifen will, sondern dass man immer Provokationen möglichst sofort verhindert hat.
Und dann hat man hier in diesem Camp hinter uns die beiden Unterkunftsbaracken, die allerdings erst in den 60er Jahren gebaut wurden.